die optimale Ausgangsposition schaffen. Gleich kann es losgehen mit der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Wir melden uns heute aus Frankfurt, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es geht heute in diesem Wettbewerb um das Hinspiel im Halbfinale. Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Halbfinale-Hinspiel und das ist ein Kracher. Zwei Teams, die, welche Überraschung, ins Finale wollen, die sich auch heute wahrscheinlich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Es ist ein spannendes, ein hochinteressantes, ein offenes Duell. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Das war so ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte von Bayer Leverkusen. Ja, das war damals ein klasse Team. Vizemeister, Finale der UEFA Champions League. Klar, die beste Saison, die der Club jemals gespielt hat. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner. Ne? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Die Frankfurter mit dem Anstoß. Los geht's. Jetzt der Ballverlust. Jedwai. Guter Ball nach draußen. Götze. Leon Bailey. Bellarabi. Er versucht's mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. So eine klasse Vorlage. Da war mehr drin. Aber so geht der Ball über den Kasten. Ein bisschen zu hoch angesetzt. Da verlieren sie den Ball. Karim Bellarabi. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Jetzt könnte der Pass kommen. Noch ist die Chance da. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Was erwartest du heute von Mario Götze, Buschi? Ja, natürlich soll er vorne für Wirbel sorgen. Ja, eine exzellente Technik, stark im 1 gegen 1. Wird eine der Hauptaufgaben für sie sein, ihn zu stoppen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Lucas Alario, da passt der klasse auf. Da kommt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ballverlust. Rode. Mijat Kacinovic. Klasse Aktion. Ball ist weg.
El-Arabi. Aranguiz. Ja, guter Pass. El-Arabi. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Karim El-Arabi. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ah, er kann klären. So, Ballbesitz jetzt. Aranguiz. Lucas Alario. Super Trick, er kommt vorbei. Da ist die Flanke. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. 3. Dragovic. Amiri. Leon Bailey. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Hinteregger. Und jetzt der Rückpass. Evan Dika. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Jetzt Hinteregger. Und das ist der Ballverlust. Sie bekommen den Einwurf. Evan Dika. Gute Aktion. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Fängt diesen Ball ab. Lukas Radetzky. Einwurf Frankfurt. Chandler. Ah, das hätte gefährlich werden können. Da geht der Ball auf den Flügel zu Mario Götze. Jetzt die Flanke. Schöne Flanke. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Oh, gefährlich. Hasebe. Schönes Zuspiel. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Da passt er auf und kann klären. Gibt Einwurf für die Eintracht. Hinteregger. Evan Dika. Chandler. Hasebe. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Unnötiger Ballverlust. Gelson Fernandes. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Leon Bailey. Könnte jetzt was werden. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Vielleicht die Gelegenheit zur Führung bei diesem Eckball. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ja, sie können erst mal klären. Rode. Gelson Fernandes.
guter Pass, das könnte, er zeigt auf den Punkt und das ist jetzt die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber den Elfer, den musst du erstmal machen, da ist viel Druck. Da zeigt er direkt auf den Punkt, es gibt Elfmeter. Und dazu gelb, nur gelb, muss man sagen. Peter, lassen Sie sich nicht nehmen. Super gemacht. Kein Anzeichen von Nervosität. Dem Druck standgehalten. Elfer verwandt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Pass auf die Außenbahn. Nee, da war keiner. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Hasebe. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Leon Bailey. Mario Götze. Ja, das sieht gut aus. Und da ist der Ball wieder weg. Götze! Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ja, mit viel Übersicht. Gonzalo Paciencia. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich da durchtankt. Trotzdem. Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Und es gibt noch eine Zugabe, 4 Minuten Nachspielzeit. Weiser. Ballverlust. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Jetzt die Flanke. Noch ist die Chance da. Jedwai. Oh, viel Platz jetzt. Der muss da drin sein. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Gut war das. Gut, gut. Überzeugend, was sie gespielt haben in der ersten Hälfte. Und vor allem liegen sie vorne. Das ist das Wichtigste. Auf dieser Leistung können sie aufbauen. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus.